Und damit hi Freunde und willkommen zu diesem Video. Eingeleitet wurde ihr mit einem ziemlich guten Toilettengag, der mir übrigens auch heute Morgen auf der Toilette eingefallen ist. Ja. Und damit würde ich sagen, willkommen zu diesem Video, eine letzte Veränderung. Meine Nippel sind wie immer on fleek. Im Grunde will ich mit diesem Video Verschiedenes erreichen und ich würde mich gerade an der Stelle unglaublich freuen, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt. Weil ich mit diesem Video gerne auf diesem Kanal eine letzte, und ich verspreche euch, dass es die letzte Änderung auf diesem Kanal, eine letzte große Änderung bewirken würde. Es geht im Grunde darum, dass ich in den letzten Jahren sehr viele verschiedene Videos gemacht habe zu Veränderungen, die ich gerne vornehmen würde. Ich habe immer wieder gesagt, ich mache verschiedene Pausen und habe dann irgendwelche Comebacks gehabt, wo ich gesagt habe, hier und da wird sich der Content jetzt schlagartig komplett ändern. Das lag, und ich erkläre euch das jetzt ganz offen und ehrlich, das lag daran, weil ich wirklich unzufrieden mit dem Scheiß-Content war, den ich gemacht habe. Das lag gar nicht speziell an ganz bestimmten Videos, sondern es lag einfach so an einer allgemeinen Entwicklung, die sich nie verändert hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, viele behaupten immer, okay Jonas, du hast dich da und dahingehend verändert, dabei war mein Content fast immer der gleiche. Also ich habe schon damals mit 13 Videos gemacht, wo ich über Schuleschwänzen geredet habe oder darüber, dass man irgendwelche peinlichen Geschichten hat oder irgendwelche Sex-Stories. Das gab es schon immer auf diesem Kanal, das hat sich nie geändert. Aber ich war dauernd irgendwie immer unzufrieden und wollte immer irgendwie ein bisschen was mehr machen, ein bisschen was Inhaltlicheres, Substanzielleres oder einfach was, was nicht ganz so niveaulos ist. Und ich habe es nie ganz geschafft, das irgendwie hinzukriegen. Ich habe immer versucht, zwischendurch was reinzuschieben, aber ich habe es nie geschafft, bin irgendwie wieder einfach zahlensüchtig geworden, wollte wieder Klicks machen. Das hat mich einfach immer wieder demotiviert. Ich habe immer gesagt, okay, ich muss irgendwo einen Stop setzen und mich verändern. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt endlich in den letzten 3 Wochen für mich eine Lösung gefunden, die meines Erachtens ideal ist und auch für euch ideal sein kann. Deswegen geht dieses Video speziell jetzt gerade an Leute, die in letzter Zeit bei mir oder schon seit längerer Zeit, vielleicht auch schon seit Jahren irgendeine Veränderung feststellen oder sagen, sie können sich mit meinem Content nicht mehr identifizieren. Und auf der anderen Seite auch an alle Leute, die einfach sagen, okay Jonas, wir mögen deinen Content, wollen mehr davon sehen, wieso kommt in letzter Zeit so wenig? Folgendes habe ich verändert und werde ich in Zukunft verändern. Und aus folgendem Grund ist es auch nicht nur Laberei, sondern habe ich auch schon was getan. Es gibt, ab jetzt gibt es im Grunde 3 Channels, die ich mit Videos beliefern werde. Okay, wow, denkt ihr gerade, wie kannst du es schaffen, du hast jetzt in den letzten Wochen schon keine Videos auf deinem Hauptkanal gebracht. Das lag nämlich daran, dass ich nämlich schon verschiedene Videos für die anderen Kanäle gemacht habe, damit ich auf jeden Fall schon was in der Hand habe. Im Grunde also schon Sachen vorproduziert. Und zwar sind es 2 verschiedene Kanäle. Der erste Kanal, und die sind beide jetzt gerade auch online gegangen oder gerade offiziell online. Der erste Kanal ist der Kanal Jonas Thinks, den es ja auch schon ein bisschen länger gab. Das sind Videos, die wesentlich inhaltlicher sind. Das heißt, die beziehen sich auf eine bestimmte Thematik, die behandelt wird. Das sind zum Beispiel Dinge, wie jetzt gerade zum Beispiel ist ein Video online gekommen, da geht es darum, ob wir nur Materie sind oder auch eine Seele haben. Es geht also um solche Sachen, die einfach ein bisschen Dinge sind, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann oder philosophieren kann, was einfach auch ich bin. Weil das Ding ist, das wissen viele nicht, weil sie mich nur vor der Kamera rumhampeln sehen, aber in Wirklichkeit bin ich eigentlich ein relativ nachdenklicher Mensch, der eben auch ein bisschen was im Kopf hat, das aber auf YouTube einfach generell nur sehr schwer zeigen kann. Ist einfach auch wirklich sehr schwer, wenn man in so eine gewisse Rolle einfach oder eine Figur gepresst wird, den Komiker oder sonst irgendwas, der Sexist, der auf YouTube nur Mädchen-Jungs-Content bringt. Bis jemand einmal irgendwo drin ist, dann ist man sofort in irgendwelche Schubladen eingeordnet auf YouTube und kommt dann nie wieder raus. Ist ein bisschen scheiße, aber ist halt so, habe ich mich mit abgefunden. Jedenfalls gibt es jetzt diesen einen Kanal, wo ich über ein bisschen mehr rede, was vielleicht viele von euch interessieren kann, die eben gerade gesagt haben, die können mit dem Content, den ich in letzter Zeit mache, nicht mehr so viel anfangen. Der Kanal dazu ist direkt unten verlinkt und auch am Ende nochmal, das bleibt gerne weiter dran. Denn es gibt noch einen zweiten Channel, der für euch sehr interessant sein kann. Der zweite Kanal wird ein Private-Channel, also so eine Art Vlog- oder Privatkanal. Für Leute, die sich ein bisschen für mich als Person, für Jonas Ems interessieren, wer das eigentlich ist, was macht der den ganzen Tag, wo ist der, wo lebt der, all solche Dinge. Deswegen gibt es jetzt einen komplett neuen Kanal, der Jonas Private heißt. Der ist auch direkt unten verlinkt. Gerade zum Beispiel ist ein Video online gekommen über meine Roomtour, wo ich im Übrigen aber auch meine Freundin zeige, wen das interessiert. Der kann einfach auf diesen Kanal gehen, kann sich das Video dazu angucken. Auch das kann er gerne am Ende tun. Ich möchte gerade ganz kurz noch 2, 3 Worte sagen. Oder 6. Dieser Kanal hier, Jonas, einfach nur Jonas, ist jetzt nicht einfach hinfällig geworden oder wird weggeworfen oder es kommt nichts mehr. Ganz im Gegenteil, es kommen ganz normal noch 3 Videos pro Woche. Nur werden ab jetzt hier eben wieder genau die Videos kommen, die ich schon seit Jahren mache. Aber es wird hier wieder Content kommen, der sehr gerne als Clickbait-Content oder als Geldmacherei bezeichnet wird. Und ich muss an der Stelle transparenterweise und ehrlicherweise auch zugeben, es geht teilweise auch darum. Nicht nur, das muss ich sagen, weil ich, wie gesagt, habe diesen Content schon immer gemacht, auch als ich noch kein Geld damit verdient habe. Aber momentan, ich habe mich jetzt für ein Studium beworben, also ich werde Ende des Jahres noch studieren. Aber ich wohne hier alleine in der Wohnung in Berlin, ich muss Geld verdienen, um das Ganze zu bezahlen. Und ich habe keine Lust auf einen Job wie Kellnern oder so. Was würde mir nichts bringen, das ist nicht das, was meine Leidenschaft ist. YouTube ist aber meine Leidenschaft. Warum sollte ich also nicht damit Geld verdienen, was meine große Leidenschaft ist? Und warum sollte ich nicht dann auch Content machen dürfen, den auch im Grunde viele andere machen? Was ist daran verwerflich oder nicht in Ordnung? Und man muss eben dazu sagen, es gibt halt auch super viele Leute, die es interessiert. Das habe ich eben auch daran gemerkt, dass wenn ich mal Content gemacht habe, der ein bisschen anders ist oder der halt ein bisschen, der vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller ist, das hat die meisten gar nicht mehr interessiert. Die wollten einfach nur unterhalten werden, was vollkommen okay ist. Und deswegen wird genau das hier auf dem Kanal weiterkommen. Es wird also weiter dieses Jungs Mädchenzeug geben, es wird weiter Challenges geben, es wird weiter szenische Dinge geben, 10 Dinge, die man nicht tun sollte, über Schule, über 10 Arten von all sowas wird auf diesem Kanal weiterkommen, was es schon seit Jahren gab. Es wird nicht mehr viel Nachdenkliches gemacht und es gibt vielleicht den einen oder anderen roten Pfeil auf einem Thumbnail, das kann sein, weil dafür gibt es jetzt die anderen beiden Subchannels, bei denen das eben nicht passiert. Wo es nicht um Klicks geht oder sonst irgendwas, sondern einfach nur um den Input, um den Content selbst. Damit ihr das einfach gerade im Grunde versteht und es keine Leute mehr geben muss, die sich sagen oder sich aufregen. Ich laber hier die ganze Zeit wildes Zeug und will euch gar nicht langweilen. Deswegen, jetzt kommen einfach die beiden anderen Kanäle. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn euch die ganze
ganzen Sachen interessieren, auch jeweils der Content da, der da kommt. Und würde sagen, das war's von mir ab Mittwoch. Also übermorgen kommt das nächste Video hier. Also ganz normal auf diesem Kanal werden weitere Videos kommen. Um 14 Uhr Montag, Mittwoch, Freitag 14 Uhr kommen hier die Videos. Auf Human Things kommen immer Sonntag um 20 Uhr Videos. Sonntag 20 Uhr. Und auf dem Private Channel kommt immer random irgendwann hier und da mal ein Video. Also eigentlich total simpel. Das war's von mir. Jetzt kommen hier die ganzen Links, wo ihr draufklicken könnt. Und ich freue mich, euch dann da zu sehen. Bis dann. Ciao, Leute. Und vielen Dank für euer Verständnis. Und das hier ist die letzte Veränderung gewesen. Ich bin froh drüber. Bis dann.